Hallo zusammen, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, das ist der Martin Buhl von Cure. Cure hat sich auf die Fahnen geschrieben, etwas Gutes für Heilberufler zu tun. Und was das genau ist, werden wir uns heute mal anschauen. Und was das Ganze mit Finanzthemen zu tun hat, das ist auch ein weiteres Thema. Ja, also herzlich willkommen, Martin. Vielen Dank, freue mich dabei zu sein. Ja, Frage vorweg, was macht Cure eigentlich oder was wollt ihr mit Cure erreichen? Ja, wir sind ja mit Cure noch nicht im Markt, werden erst Ende des Jahres unser erstes Produkt quasi launchen. Wie du schon gesagt hast, wir sind sehr, sehr fokussiert auf Heilberufe und da initial auch sehr auf niedergelassene Ärzte und Zahnärzte. Im weiteren Verlauf dann sicherlich auch andere Heilberufe Richtung Therapeuten, Richtung Apotheker. Ich würde mal sagen, in a nutshell ist es eine Plattform, die Ärzten die Praxisfinanzen erleichtern soll. Und wenn man sich heute den Praxisalltag von Ärzten anschaut, dann gibt es da sehr, sehr viele Finanzprozesse. Also es gibt eben nicht nur die Seite Arzt und Patient und was da alles sozusagen auch in Innovationen heutzutage stattfindet, sondern es findet auch sehr, sehr viel nach innen statt. Telematikinfrastruktur, E-Rezept, DIGAS und so weiter, alles das, womit sich der Arzt heute auseinandersetzen muss. Und wir haben uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, dem Arzt all diese Finanzthemen, diese bürokratischen Prozesse, ihn dabei zu unterstützen und viele Prozesse davon zu automatisieren und in der ersten Version unseres Produkts auf einer Plattform alle Praxiskennzahlen zusammenzustellen, sodass er einen Überblick bekommt, wo er steht mit seiner Praxis finanziell und auch viele seiner, manuellen Papierthemen ein Stück weit automatisieren kann mit uns. Also es klingt auf jeden Fall nach einem dicken Brett, was ihr da bohrt. So quasi Allfinanz für Heilberufler. Das heißt, ihr schaut euch die Sachen an, die mit Ausgaben und vielleicht auch Finanzierungsthemen zu tun haben, aber auch mit organisatorischen, Buchhaltungssoftware und so weiter. Welche Rolle spielt auch Vermögen oder Vermögensverwaltung bei dem Ganzen? Ja, eigentlich schauen wir uns durch die Bank alles an. Das heißt, wir gehen wirklich auf jede Transaktion, die rein oder rausgeht, in die Praxis zunächst mal. Vermögen komme ich gleich. Das heißt, wir stellen uns Fragen wie, wie kauft der Arzt seine Materialien ein, wie kauft der Arzt seine medizinischen Geräte ein, wie macht er seine Abrechnung? Also das sind dann so Fragen des Zahlungsverkehrs, von wem wird er bezahlt? Wir schauen uns natürlich das Thema Buchhaltung an, was sicherlich vom Arbeitsumfang her, wie in den meisten Unternehmen, Kleinunternehmen, sehr, sehr relevant und sehr aufwendig immer wieder ist. Rechnungen zum Steuerberater, die Zahlungseingänge prüfen, also das ganze, der ganze Bereich Rechnungsprüfung und Belegmanagement ist für uns ein wichtiges Thema. Ausgaben auch, so wie du es gesagt hast. Dafür werden wir ein eigenes Produkt, eine Karte auch rausgeben, womit alle Ausgaben gemanagt werden können. Und hinten raus sind das sicherlich eines der spannendsten Bereiche im Heilberufesektor, ist der ganze Bereich Steuer und Steuertransparenz. Also da gibt es bei vielen, auch kleineren, mittleren Praxen immer wieder die Fragestellung, was kann ich mir eigentlich entnehmen? Also das Thema entnahmefähige Liquidität. Was muss ich zurücklegen für die Steuer? Da gibt es ja so die ganzen Prozesse, werden die sicherlich ein Begriff sein, Vorauszahlung, Nachzahlung und so weiter. Also da wird man mit sehr viel bombardiert und das ist auch das, was den Arzt am Ende belastet. Und wenn er all das geschafft hat und hinter sich gebracht hat und vielleicht auch Cure nutzt, um all diese Prozesse ein Stück weit zu vereinfachen, dann ist der Vermögensbereich für uns sehr, sehr relevant. Das heißt, auf unserer Plattform bekommt er ja in Schritt 1 erstmal auch eine gesamte Vermögensübersicht, was ist an Vermögen, an Bestand in der Praxis, aber auch was ist privat und geben dem Arzt einen Gesamtblick, sodass wir das Privatkonto und das Praxiskonto in die Vermögensübersicht mit einbeziehen. Und im zweiten Step ist dann tatsächlich der Vermögensaufbau für uns auch sehr relevant. Und da müssen wir uns natürlich auch mit Fragen beschäftigen, wie macht ein Arzt eigentlich Vorsorge, legt er Geld zurück für seine Familie, für sich, welche Produkte nutzt er da? Und wir schauen uns als Cure natürlich auch an, was können wir tun und welche spezifischen Produkte können wir dem Arzt dort liefern, wobei können wir ihm vielleicht auch helfen? Es gibt ja so die Idee von denen, die nicht in den Heilberufen arbeiten, dass die Ärzte, gerade auch Zahnärzte, alles unglaubliche reiche oder vermögende Menschen sind. Erste Frage dazu, ist das aus deiner Sicht so oder gibt es da auch Abstufungen zum einen und zum anderen? Gibt es Besonderheiten bei der Vermögensanlage von Ärzten, Ärztinnen? Legen die ihr Geld anders an oder suchen die nach anderen Dingen? Machen die Dinge besser, weil sie sich leisten können? Oder wie sieht das da aus? Sehr spannende Frage. Vielleicht erstmal zur Abgrenzung. Also ich bin ja selber kein Arzt, sondern von Hause aus Informatiker.
Ich hatte aber die Gelegenheit, familiär, meine Frau, meine Eltern, auch weitere Familienmitglieder, alle niedergelassen, alle Ärzte verschiedenster Fachrichtungen, das eins zu eins miterleben. Also ich kann vielleicht schon mal sagen, keiner von denen fährt mit dem Porsche zur Arbeit oder in die Praxis. Und das Thema Vermögen, was jetzt Zahnärzte genannt, da muss man ein bisschen aufpassen, ob man da in gewisse Klischees dann reinrutscht. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Ärzte, auch bestimmte Fachrichtungen, ne, wo man, ich sag mal, wenn ich mal Zahnmedizin schaue, klar, Radiologie, vielleicht auch im augenmedizinischen Bereich, einfach auch die Ärzte, die vielleicht heute etwas rar sind. Ne, da gibt es sicherlich Verdienstmöglichkeiten, die above average, sage ich jetzt mal, liegen. Da gibt es sehr, sehr viele Faktoren, man kann es nicht pauschalisieren. Ich gebe dir recht, es gibt in einigen Regionen, ohne die jetzt vielleicht genauer zu benennen, aber da gibt es sicherlich immer wieder das Klischee des reichen Zahnarztes, der dort seine Yacht vor Mallorca liegen hat und eigentlich nur 2 Tage die Woche in der Praxis ist. Vermögen ist oder Vermögensaufbau ist für alle relevant und auch da ganz pauschal gibt es keine speziellen Produkte, wo jetzt sagt, der Arzt möchte unbedingt in nun das Neueste, in die neueste Innovation investieren oder aber sehr konservativ. Also auch da hast du eine Verteilung, die wie bei allen anderen Berufsgruppen, ich sag mal, sehr harmonisch in alle Richtungen geht. Du hast aber schon natürlich den Anspruch, auch auf Arztseite, nicht bis 65, 70 arbeiten zu wollen. Ja, auch körperlich sagen sich viele, ich möchte eigentlich meine Praxis vielleicht 55, 60 irgendwo verkaufen, abgeben. Das Geld, was ich da bekomme, möchte ich dann vielleicht auch nochmal investieren, reinvestieren. Natürlich schauen sich viele Ärzte, Zahnärzte im Verlauf ihrer ärztlichen Tätigkeit das Immobilienthema an, also ob sie da Wohnungen, Häuser und so weiter auch in die Vermietung geben. Ich weiß von einigen, dass sie auch sehr innovativ Richtung Bitcoin schauen und sagen, ich würde da gerne ein bisschen investieren. Also da hast du eigentlich auch alles von sehr konservativ bis sehr aggressiv und riskant. Und mit Cure und unseren Partnern müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir irgendwo dazwischen auch rauskommen, den Vorsorgeanspruch da auch befriedigen können und vielleicht auch gewisse Sparpläne hier und da anbieten. Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und da hoffen wir natürlich auch ein Stück weit auf die Partner, die uns da unterstützen. Glaubst du, dass die Heilberufler, weil sie vielleicht doch über ein höheres durchschnittliches Volumen an Anlagemöglichkeiten verfügen, anfälliger sind auch für, sagen wir mal, blödsinnige Investments, dass die häufiger konfrontiert werden mit Dingen, die eigentlich wenig Sinn machen, aber verlockend klingen, dass man dann doch sagt, na gut, dann mache ich da mal 20.000, dort mal 30.000, weil insgesamt habe ich ja sowieso genügend. Siehst du das oder ist das Quatsch? Ja, du sprichst jetzt auch was an, was auch relativ bekannt ist, dass viele Zahnärzte in dem Fall tatsächlich als schlechte Investoren gelten, sich da hier und da mal mit Schiffsfonds und anderen Vehikeln die Finger verbrannt haben. Ob das jetzt notwendigerweise auf die Fähigkeit der Ärzte, Zahnärzte, ihr Vermögen zu vermehren, zurückfällt oder auch nicht, schwer zu sagen, würde ich sagen, nein. Wir sind halt nur sehr präsent, auch in der Wahrnehmung. Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass wenn man sich den Alltag des Arztes anguckt und was er alles auch im Kopf haben muss, also wenn man sich von früh bis spät bist du am Patienten in der Regel, dann hast du danach, ich sag mal, diese bürokratischen Themen, was die Praxis selber betrifft, was auch vielleicht Personal betrifft. Du hast Dokumentationspflichten immer mehr, die dazukommen. Jetzt hast du so Themen wie Telematikinfrastruktur, also neue Systeme werden eingeführt. Also da passiert schon sehr, sehr viel. Und aus diesem, ich sag mal, Praxisalltag heraus, tickt der Arzt eigentlich so, wenn er über das Thema Finanzen und Geld nachdenkt, dass er sagt, das ist nicht mein Thema. Ich möchte das eigentlich weggeben. Und da sind viele Ärzte, Gott sei Dank, einfach sehr vertrauensvoll und sehr positiv. Und hier und da fallen natürlich auch Ärzte, Zahnärzte sowie andere Berufszweige auch auf bestimmte, ich sag mal, Leute rein und investieren eben dementsprechend auch mal falsch. Das Problem daran ist, dass die Ticketgrößen wahrscheinlich dann da einen Tick höher sind und sie tatsächlich mal 20.000 hier, 30.000 da investieren und die dann einfach mal sehr schnell weg sind. Ich habe eine These, die trifft jetzt nicht nur auf Heilberufler zu, sondern auch insgesamt auf Menschen, die sich auch öfter mal was gönnen oder gönnen können. Die meisten sind der Meinung, dass wenn sie einen höheren Preis zahlen, dafür auch eine höhere Leistung bekommen. Also wenn ich ins 5-Sterne-Hotel fahre, habe ich andere Erwartungen, als wenn ich ins 3-Sterne-Hotel fahre. Ein Business-Class-Flug ist auch teurer als ein Economy-Class-Flug und so weiter. Das heißt, mit dem höheren Preis ist auch immer eine höhere Qualität eigentlich in den meisten Fällen verbunden. Und so ist auch die Erwartung von wohlhabenderen Menschen, ich gebe etwas mehr aus, weil ich es mir leisten kann und ich gönne es mir.
Kann es sein, dass das auch dazu führt bei der Vermögensanlage, dass vielleicht Menschen sagen, ich kann mir eine teurere Vermögensberatung, Vermögensverwaltung leisten und bin dazu bereit, dort auch einen höheren Preis zu zahlen? Also du sprichst was an, was tatsächlich zutrifft. Also das Thema Exklusivität ist in der Ärzteschaft schon ein Feature, nenne ich es jetzt mal, was funktioniert. In dem Augenblick, wo man was schafft, was jetzt nicht jedem angeboten wird, was sehr exklusiv für eine bestimmte vielleicht Gruppe an Besserverdienern oder Investoren angeboten wird, dann interessieren sich die Ärzte schon sehr dafür. Es gibt da verschiedene Beispiele, die man nennen kann. Also was jetzt eine bestimmte zum Beispiel auch exklusive Karte angeht, Zahlkarte, Debitkarte, Creditcard. Da gibt es verschiedene Beispiele auch, auf die man sich referenzieren kann. Insofern glaube ich, ist das tatsächlich so. Ja. Ja, ich denke, in vielen Bereichen macht das tatsächlich auch Sinn. Für die Vermögensverwaltung ist es immer schwierig, weil dort der Preis rein rechnerisch gesehen kein Indikator für eine bessere Qualität ist, sondern am Ende eigentlich für eine schlechtere Qualität. Denn ein Wesensmerkmal von einer Vermögensanlage ist ja einmal der Ertrag und das natürlich eingegangene Risiko. Und Gebühren, die ja immer in Abhängigkeit vom angelegten Volumen berechnet werden, reduzieren natürlich den Ertrag, also ein wesentliches Merkmal der Vermögensanlage selbst. Das heißt, hier ist es eigentlich ein Kontraindikator. Ja, ich bekomme also nicht das Bessere, sondern ich bekomme eigentlich das Schlechtere, zumindest was den Ertrag, der übrig bleibt, angeht. Jetzt ist die Frage, gönnt man sich trotzdem den schlechteren Ertrag, weil man sich besser aufgehoben fühlt, ja, bei jemandem, der mit einem spricht und irgendwas Tolles erzählt? Ja, ich kann es ja basierend auf unserem Research mal erklären, was wir festgestellt haben. Also pauschal oder früher hätte ich gesagt, ja, das Thema, wenn es mehr kostet, muss mehr dahinter sein. Das ist so erstmal die Grundannahme, wovon Ärzte auch ausgehen, dass ein gewisser Preis eine gewisse Qualität sozusagen garantiert. Das ist wieder diese positive, sehr vertrauensvolle Grundannahme, wenn sie da auch von sich ausgehen. Wenn etwas teurer ist, steht dementsprechend auch mehr Arbeit und mehr Qualität dahinter. Dass dem nicht so ist, haben die Ärzte in den letzten Jahren auch selber schon mehrfach festgestellt. Da kommen wir mal auf ein Beispiel. Wie gesagt, was wir im Research auch immer wieder festgestellt haben, ist, dass Ärzte halt oft mehr zahlen als andere. Und das hat ein bisschen was mit der Wahrnehmung von Ärzten und Zahnärzten in der Gesellschaft zu tun, dass eben die Grundannahme und das Grundklischee der meisten ist, dass die Ärzte oder Zahnärzte im Besonderen alles Millionäre sind, was dementsprechend nicht so ist. Und dass da sehr viel, ein hoher Invest auch dahinter steht, was die Praxisgründung angeht, was die Ausstattung angeht, auch was ständige Investitionen in das Laufen der Praxis angeht. Das wird immer ein Stück weit unterschätzt. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, also die Ärzte haben in den letzten Jahren schon öfter mal spüren müssen, dass sie etwas berechnet bekommen, was andere oder wo andere für die gleiche Leistung weniger bezahlt haben. Und das mag jetzt in der Bank gewesen sein, dass sie für ein gewisses Vermögensprodukt vielleicht mehr Gebühren bezahlt haben oder für eine gewisse Betreuung auch, was jetzt Vermögensverwaltung angeht. Das zieht sich aber auch weiter in ihrem Praxisalltag, wenn man sich die Ausstattung anguckt, wenn man sich gewisse Geräte anguckt, was die im Einkauf kosten. Da ist dann sehr, sehr viel Marge drin. In dem Augenblick, wo der Arzt dann mal sich die Mühe macht, hinter den Vorhang zu schauen und tatsächlich mal auch Zeit nimmt zu verhandeln, was er normalerweise nicht hat oder selten macht, dann stellen sie schon fest, dass sie einfach zu viel zahlen. Und dieses Gefühl überträgt sich auf viele Bereiche. Und deswegen glaube ich oder glauben wir, nach dem, was wir jetzt auch festgestellt haben, dass mittlerweile der Arzt sehr genau hinschaut, was er kriegt. Ansonsten vom Pricing sind sie sicherlich immer noch einen Tick über den Durchschnitt, muss man so auch sagen. Ja, also viel, viel Platz, um da auch mehr Transparenz zu schaffen, jetzt sowohl was die Finanzierung oder Anschaffung von Geräten angeht, aber auch bei der Vermögensverwaltung. Dort kann man zumindest sagen, wenn ich 1% pro Jahr zu viel zahle, dann sind das in 10 Jahren über 10% mit Zinseszins, die ich weniger an Ertrag habe. Das ist schon mal ziemlich sicher. Also mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst, Martin. Ich denke mal, wir sehen uns sicherlich noch öfter. Ist ein super spannendes Thema. Ja, ansonsten, ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Das Thema Heilberufler ist ein absolut spannendes Thema und ich bin echt gespannt, was da die nächsten Jahre noch auf uns zukommt. Ich glaube, es gibt einen enormen Bedarf, auch wenn es das ein oder andere Angebot schon gibt, im Prinzip schon seit Jahrzehnten gibt, aber ein bisschen frischer Wind und Innovationskraft kann hier mit Sicherheit nicht schaden.
Ich bin auch gespannt, was sich zwischen uns so noch entwickelt. Wir sind auf der Vermögensverwaltungsseite auch sehr stark und vielleicht gibt es das ein oder andere Projekt, was wir zusammen auch gestalten können. Wenn ihr demnächst auch die folgenden Finanzthemen nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das geht wie immer hier. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.